Junkies. Ja, ja, klar. Ich habe dann in der Stadthalle Erding ein Theaterprojekt gemacht. Das Theaterstück hieß Kissing God für Schüler, Hauptschüler, Gymnasiasten. Da ging es um Heroinsucht. Und ich habe dann entschieden als Regisseur, dass dieses Stück nicht auf der Bühne stattfinden soll, sondern im Parkett. Das hat zur Folge gehabt, dass die Zuschauer höchstens 3 Meter vom Geschehen weg waren. Und ich habe einen Arzt engagiert, der mir gezeigt hat, wie man die Spritze setzt und wie das mit dem Gummi oder Gürtel oder wie auch immer funktioniert, damit das richtig rüberkommt. Und wir haben das dann gespielt und durchgezogen. Und ich habe selten so wenig Geräusche bei einem Theaterstück erlebt. Die Schüler waren mucksmäuschenstill und nach Ende der Vorstellung sehr betroffen, weil der Hauptdarsteller, der sich Heroin gespritzt hat in der Handlung, am Schluss tot war. Der ist dann vor den Schülern 2 Meter weg, 3 Meter weg, elendig verreckt. Das war der Sinn der Übung. Und hat eine sehr große Wirkung auf die Schüler gehabt. Wenn es nur einem einzigen geholfen hat, nicht mit diesen Dingen anzufangen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir doch ein bisschen was bewirkt haben. Toll.